Hallo und herzlich willkommen zurück bei TechVergleich. Heute geht es um die drei besten Canon Spiegelreflexkameras. Bleibt bis zum Schluss dran, um die wichtigsten Eigenschaften aller drei Kameras zu erfahren. Und schaut gerne auch in der Videobeschreibung vorbei, wenn ihr euch selbst zu den Geräten noch informieren wollt. Dort haben wir alle mit ihrem tagesaktuellen Preis verlinkt. Starten wir mit dem ersten beliebten Modell von Canon, der EOS 4000D. Mit der 4000D entscheiden sich Fotografen für eine Spiegelreflexkamera mit 22,3 x 14,9 mm APS-C-Sensor. Ausgeliefert wird sie mit einem Weitwinkelobjektiv mit einer Brennweite von 18 bis 55 mm und sie besitzt eine Lichtstärke zwischen f3,5 und f5,6. Die Motive können dann über einen analogen Sucher oder das 2,7 Zoll Display mit 7 Helligkeitsstufen gesichtet werden. Die maximale Fotoauflösung, die diese Kamera schafft, liegt bei starken 18 Megapixeln. Videos kann das Kameramodell in Full-HD-Qualität mit 1920x1080 Pixeln aufnehmen und mit 30 Bildern pro Sekunde. Allerdings sind Videos hier auf 30 Minuten begrenzt bzw. auf 4 GB Speicherplatz. Die ISO-Empfindlichkeit der Kamera liegt bei 100 bis 6400. Die aufgenommenen Bilder und Videos werden auf einer SD-Karte gespeichert. Für eine Bildübertragung auf Fernseher und Monitor besitzt das Gerät auch Mini-HDMI-Anschlüsse. Weitere smarte Funktionen des Modells sind eine automatische Motiverkennung mit automatischer Anpassung der Kameraeinstellungen und korrekten Ausleuchtung. Und außerdem hat das Modell zahlreiche Kreativfilter und einen starken Bildprozessor für eine allgemein gesteigerte Gesamtleistung. Auch sehr schön ist, dass die Kamera mit der Canon Connect App verbunden werden kann, über diese man dann die Fotos per WLAN drahtlos beispielsweise an das eigene Smartphone oder Tablet übertragen kann. Die Akkulaufzeit des Modells reicht meist für so 500 Einzelaufnahmen und überzeugt damit auch in diesem Punkt. Es handelt sich bei der EOS 4000D vor allem ohne sonstige Objektive um ein Einsteigermodell von Canon Spiegelreflexkameras. Aktuell ist das Modell für unter 600 Euro zu haben und wurde von den Kunden mit 4,5 von 5 Sternen bewertet. Mehr Infos über den ersten Link in der Videobeschreibung. Kommen wir nun zum nächsten Modell und vermutlich einem der beliebtesten Spiegelreflexkameras überhaupt. Es geht um die Canon EOS 2000D. Diese ist aktuell nur ca. 20 Euro teurer als die 4000D und wurde weitaus öfter bestellt und bewertet. Das Modell kommt mit einem 22,3 x 14,9 mm großen APS-C-Sensor und bietet eine Autofokus-Funktion, welche mit 9 Sensoren arbeitet. Das Objektiv, das mitgeliefert wird, arbeitet mit einer Brennweite von 18 bis 55 mm und einer Lichtstärke von f3,5 bis 5,6. Hier die Werte also genau wie bei der EOS 4000D. Motive werden auch hier über ein analoges Sucherfeld oder über ein 3 Zoll Display mit 7 Helligkeitsstufen gesichtet. Und besonders stark finden wir die maximale Auflösung bei Bildern hier, nämlich sind hier bis zu 24,1 Megapixel Fotoauflösung möglich. Bei Videos allerdings ebenfalls nur Full-HD-Auflösung mit 30 Bildern pro Sekunde. Die ISO-Empfindlichkeit dieser Kamera liegt auch hier bei 100 bis 6400. Und auch mit dieser Kamera lassen sich Bilder und Videos ganz einfach über den Mini-HDMI-Anschluss oder den High-Speed-USB-Anschluss wie auch über WLAN und NFC übertragen. Zudem ist das Modell mit der Canon Photo Companion App kompatibel. Mit dieser erhält man Zugriff auf leicht verständliche Tipps vom Hersteller Canon für die Kamerafunktion. Man hat hier also quasi einen virtuellen Kameraassistenten mit dieser App immer in der Hosentasche. Ansonsten kommt sie auch noch mit weiteren Bildoptimierungsfunktionen, wie beispielsweise die Scene Intelligent Autotechnik, welche Motive laut Hersteller automatisch erkennen und die Kameraeinstellung daran anpassen kann. Und auch hier ist wieder ein starker Bildprozessor für eine starke Gesamtleistung mit dabei. Mit einem Gesamtgewicht von 475 Gramm ist das Modell nur ca. 30 Gramm schwerer als die zuerst vorgestellte EOS 4000D. Ja, also die starken Vorteile sind hier vor allem die starke Bildqualität, über 24 Megapixel hier pro Kameraaufnahmen, die unzähligen Datenübertragungsmöglichkeiten auch per WLAN und NFC, sowie auch der Zugriff auf die Einsteiger-App. Das sind so die größten Unterschiede im Vergleich zur EOS 4000D. Mehr Infos zum 2000er Modell zur Canon EOS 2000D über den zweiten Link in der Videobeschreibung. Kommen wir nun aber zum dritten und letzten Modell. Eine Kamera, welche für Profis geeignet ist. Sie besitzt nicht nur die stärkste Bildauflösung, sondern auch die Möglichkeit, 4K-Aufnahmen zu machen. Es geht um die Canon EOS 90D. Diese ist sogar noch beliebter bei den Kunden, besitzt den ersten Platz im Bereich der analogen Spiegelreflexkameras und wurde mit 4,8 von 5 Sternen bewertet.
Dieses Modell kommt mit integriertem CMOS-Sensor und einer Bildauflösung von 32,5 Megapixel. Auch besitzt die Kamera eine starke Serienbildrate von bis zu 10 Bildern pro Sekunde und kann wie gesagt Videos im 4K-Modus aufnehmen. Zudem verfügt sie über einen analogen Sucher oder über die Möglichkeit, das Motiv über das Display anzuschauen, welches 3 Zoll groß ist. Sie besitzt außerdem eine sehr starke Belichtungszeit von 1 zu 8000 bis 30 Sekunden und die ISO-Empfindlichkeit der Kamera liegt zwischen 100 bis sogar 25.600. Damit ist die Kamera auch sehr gut für Aufnahmen in der Natur und sogar auch für Sport- und Actionfotos geeignet. Für den Outdoor-Einsatz sorgt auch der starke Akku, welcher eine Reichweite von etwa 1300 Aufnahmen besitzt, bis dieser dann irgendwann mal leer ist. Zudem ist die Kamera auch mit WLAN und Bluetooth kompatibel. Hier lassen sich also auch ganz einfach Dateien über die App auf das eigene Smartphone ziehen. Und besonders ist die Kamera auch beispielsweise für professionelles Livestreaming geeignet. Durch die Canon EOS Webcam Utility Funktion lässt sich die Spiegelreflexkamera auch super als Webcam zum Livestreaming nutzen. Dabei soll sie trotzdem eine sehr professionelle Bildqualität bieten, wofür nicht nur die Kamera, sondern auch die extra Canon Livestream Software sorgt, welche kostenlos auf der Canon Website erhältlich ist. Also die stärkste Belichtungszeit, die stärksten ISO-Werte und allgemein die beste Bildqualität. Eine Kamera, die für professionelle Einsätze geeignet ist und preislich im Verhältnis zu ihren Funktionen trotzdem noch bezahlbar ist. Mehr Infos zur Canon EOS 90D über den dritten Link in der Videobeschreibung. Mit diesem Modell seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite, was hochauflösende professionelle Aufnahmen angeht. Ansonsten noch ein Tipp, natürlich macht eine gute Kamera vor allem erst ein starkes Objektiv aus, also informiert euch da nochmal, welche Objektive für eure gewünschte Einsätze da optimal sind. Wir hoffen, dass wir euch jedenfalls bei der Kamera schon mal weiterhelfen konnten. Wenn dem so ist, lasst uns gerne eine Bewertung da und damit sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei TechVergleich.